Die Bürgerbewegung Pax Europa begrüßt Sie ganz herzlich zu unserer Kundgebung Aufklärung über den Muezzinruf und über den politischen Islam. Die Kundgebung ist hiermit eröffnet. Mein Name ist Michael Stürzenberger. Ich bin Bundesvorstandsmitglied und Journalist und ich bin seit 10 Jahren in Kontakt mit Imam Idris. Ich beobachte ihn zusammen mit vielen Islamkritikern in ganz Deutschland und über ihn gibt es sehr viel zu sagen. Und ganz aktuell hat er sich ja wieder ins Blickfeld der Öffentlichkeit begeben, indem er den Wunsch geäußert hat, den Muezzinruf von dem Minarett seiner Moschee ertönen zu lassen. Und da ist es jetzt ganz wichtig, Ihnen zu sagen, was über diesen Muezzinruf gerufen wird, was da erschallt, was da für eine Botschaft übermittelt wird. Das ist nämlich was ganz anderes als Kirchenglocken. Kirchenglocken ist einfach nur, dass zum Gebet gerufen wird, ja, einfach nur akustisch. Der Muezzinruf bedeutet, dass ein Bekenntnis zum Islam als der einzig wahren Religion verkündet wird. Dort wird gerufen, ich bezeuge, Allah ist der einzige Gott und Mohammed sein Prophet. Dazu wird mehrfach gerufen, Allah ist der Größte, der Allergrößte, Allahu Akbar. Das bedeutet, dass alle anderen Religionen abgelehnt und negiert werden. Das müssen sich Christen bewusst werden. Wenn der Muezzinruf ertönt, ist das eine Kampfansage an alle anderen Religionen. Da wird das Christentum rundweg abgelehnt. So, und es war ja ganz interessant zu beobachten, was hier in Penzberg abgelaufen ist. Am 26. September war der erste Artikel in der Zeitung, der Münchner Merkur hat berichtet, dass der Imam Idris bei einem interreligiösen Dialog mit verschiedenen katholischen und evangelischen Pfarrern diesen Wunsch geäußert hat und von diesen Pfarrern kam natürlich kein Widerspruch, das kennen wir. Ne? Die sind da ganz schnell dabei zu sagen, ja, wir haben ja auch die Kirchenglocken, dann soll doch auch der Muezzinruf kommen. Die haben das sofort unterstützt. Auch beide, der katholische und der evangelische Pfarrer von Penzberg. Redet mal mit diesen Pfarrern. Redet mal mit denen, ja, das ist falsch verstandene Toleranz, das ist falsch verstandene Rücksichtnahme. Wir müssen kritisch mit dem politischen Islam umgehen. Den Begriff politischer Islam werde ich gleich noch erklären. Dann ging es weiter. Nachdem also das öffentlich wurde, ist anscheinend in Penzberg hier im Rathaus eine Menge Protest eingegangen, wie der Bürgermeister Stefan Korpan berichtet hat. Ein regelrechter Proteststurm. Müssen viele Bürger angerufen haben und sich gemeldet haben, dass sie damit nicht einverstanden sind. Und da muss ich wirklich sagen, danke an jeden Bürger, der sich da gerührt hat. Denn wir dürfen nicht wegschauen, wir dürfen auch nicht irgendwo im stillen Kämmerlein oder am Stammtisch meckern. Wir müssen es wirklich den politisch Verantwortlichen müssen wir das mitteilen. Und aufgrund dieses Protestes und dann auch noch aufgrund der Tatsache, dass wir mit der Bürgerbewegung Pax Europa hier die Kundgebung angemeldet haben, das war nämlich am Mittwoch, da hat dann der Bürgermeister Stefan Korpan dem Imam Idris gesagt, der Protest ist groß, das ist besser, wenn Sie diesen Wunsch jetzt zurückziehen und da keinen offiziellen Antrag stellen. Und der Imam Idris, der hat dann offensichtlich zähneknirschend klein beigegeben und hat gesagt, die Zeit ist offensichtlich noch nicht reif. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Zeit wird dann reif sein, wenn hier Moslems einen beträchtlichen Anteil der Gesellschaft stellen und möglicherweise schon in den entscheidenden Positionen in der Politik sind. Weil ich habe gesehen, in der SPD-Fraktion, da sind auch schon Muslime drin. Und wenn die dann mal das Sagen haben oder ein entscheidendes Mitspracherecht, dann werdet ihr Penzberger Bürger nimmer gefragt. Dann wird es einfach angeordnet. Und dann ertönt der Muezzin. Und dann wird er immer lauter ertönen. Und dann wird die nächste Moschee kommen. Und irgendwann am Ende der Kette steht dann die Islamisierung eurer Kleinstadt, eurer Schönen. Ja? Das ist jetzt keine pessimistische Utopie. Wir haben auch eine mazedonische Christin heute bei uns. Das ist nämlich das Ursprungsland von Imam Idris. Die wird Ihnen auch erzählen können, was da los ist. Und man kann das durchdeklinieren überall auf der Welt. Wo der Islam sich breit macht, also insbesondere der politische Islam, gibt es Ärger. Weil mit diesem Anspruch die
die weltliche Herrschaft auch übernehmen zu wollen. Das will nämlich der politische Islam, weil es keine Trennung von Staat und Religion in diesem politischen Islam gibt. Und mit dem Anspruch, die einzige Wahrheit, die einzige Religion zu haben und die anderen dann sozusagen unterwerfen wollen, Islam bedeutet Unterwerfung, gibt es überall auf diesem Planeten, wo eben sich dieser politische Islam breit macht, Ärger. Es ist egal, ob es in China ist, ob es bei den Buddhisten in Thailand ist, bei den Christen auf den Philippinen, ja, die Buddhisten auch da haben mit den Rohingya-Moslems ihre Probleme. Das war nämlich ganz anders, als es offiziell immer dargestellt wird, die armen Rohingya-Moslems. Nein, es ging wie immer in die Aggression von Moslems aus, die ihren islamischen Staat mit Scharia installieren wollen. Und das wird oftmals mit Gewalt und Terror begleitet, diese Forderung. Ja? Und das ist auch ein Wesensmerkmal des politischen Islams, dass über die Koranbefehle zum Dschihad, zum Kampf, zum Krieg und auch zum Töten, dass da jede Menge Unheil passiert. Und das Ganze passiert seit 1400 Jahren. Und jetzt muss endlich mal Schluss sein damit. Wir müssen in Deutschland und in Europa, wo jetzt der politische Islam sich breit macht, übrigens sehr stark finanziert aus Ländern wie Katar, die Muslimbrüder in ganz Europa mit 100 Millionen Euro finanzieren, wo übrigens Imam Idris sein Geld herhaben wollte für das riesige europäische Islamzentrum, was er in München bauen wollte. Daher kennen wir den Imam Idris ja sehr gut. Der wollte 30 Millionen Euro aus Katar haben. Ein Staat, der nachweislich die Muslimbrüder unterstützt und auch Terrororganisationen. Also eine ganz, ganz bedenkliche Sache. Wir haben damals in München ein Bürgerbegehren gemacht und dort haben wir im Laufe von 3 Jahren über 63.000 Unterschriften gesammelt. Und da möchte ich mal noch ein herzliches Dankeschön aussprechen an die Maria. Sie steht hier bei uns, sie war auch eine unserer guten Seelen dabei, 3 Jahre mit dabei gewesen, die Unterschriften zu sammeln bei Wind, bei Wetter, bei Schnee, bei Regen. Ja, wir haben es 3 Jahre durchgezogen. Maria, komm noch kurz her. Ja? Chris, hast du vielleicht das Mikrofon, was du ihr geben kannst, dein Mikrofon? Dann kannst du vielleicht mal auch erzählen, sie ist ja eine überzeugte Bürgerrechtlerin, die auch heute in Penzberg schon unterwegs war und gleich Unterschriftenlisten verteilt hat gegen den Mulzinhof. Ne? Erzähl mal kurz, Maria. Was? Ich freue mich, dass ich bei den Penzbergern heute bin. Ich habe gesehen, was die für schöne Häuser haben und gepflegte Gärten. Ich war auch ganz erstaunt, das sieht man heute nicht in München. Ich bin auch eine Retourkutsche, warum ich hier in Penzberg bin, weil mich der Imam Idris in München beim Unterschriftensammeln immer so geärgert hat. Wenn ich wirklich mal einen Münchner dann überzeugt habe, er soll unterschreiben, dann geht plötzlich der Imam Idris dazwischen und sagt, unterschreiben Sie nicht, das ist ein Nazi. Und zu Maria, zu einer patriotischen Demokratin, die nur Unterschriften sammelt, sagt Imam Idris, ja, sie wäre ein Nazi. Ich bin ein Nazi. Ich möchte schon immer sagen, ich habe eben wegen der Nazis meine Heimat verloren im Sudetenland und wir sind zwangsvertrieben worden aus unserer schönen Heimat. Und jetzt komme ich her, kommt der Idris und ich wäre ein Nazi. Also da muss ich mich heute noch aufregen über sowas. Aber trotzdem, es hat mich gefreut, er hat jetzt, obwohl wir noch gar nicht da waren in Penzberg, der Michel, hat er seinen Antrag zurückgezogen. Also haben wir Erfolg gehabt und ich wünsche, dass die Penzberger weiterhin Erfolg haben und Unterschriften schicken an den Bürgermeister, dass kein Muezzinruf erschallen kann in Penzberg. Genau, und diese Unterschriftenlisten hast du auch schon in Briefkästen eingeschmissen? Habe ich in Briefkästen reingeschmissen heute Vormittag. Ja, ne? Also wer sich da auch beteiligen möchte, um zu zeigen, dass man als Penzberger Bürger nicht einverstanden ist, dass dieser Muezzinruf hier erschallt, der also wie gesagt eine Kampfansage an alle anderen Religionen ist. Dieser Muezzinruf drückt aus, dass der Islam die einzig wahre Religion ist und Mohammed sein Prophet. Allah ist der Allergrößte. Ich bezeuge, der Islam ist die einzige wahre Religion. Und das ist ganz bestimmt nicht
im Sinne von Toleranz und Gleichberechtigung und Zusammenleben der Religionen. Ich kann Ihnen eins sagen, wir werden Ihnen heute über Imam Idris einiges zeigen. Wir haben auch Videos vorbereitet. Idioten, wir haben ja, Idioten, ja, Idioten. Jetzt kommt einer daher und ruft Idioten. Ne? Das sind jetzt unsere Gegner. Stimmt irgendwas nicht, was wir sagen? Hören Sie auf zu beleidigen. Yes. Ich kann es Ihnen raten, hören Sie auf zu beleidigen. Sie beleidigen Sie können, nee, sind alles Fakten. Sie beleidigen doch sind auch. Alles Fakten. Was ist Beleidigung? Politische Islam. Sehen Sie, das ist hier in der Türkei. Das ist alles Fakt. Diese Plakate hingen in Konya, das ist die siebtgrößte Stadt der Türkei, an Bushaltestellen. Da stand drauf auf diesem Plakat, und zwar ein Koranvers: Nehmt euch nicht die Juden und Christen zu Freunden. Sie sind einander Freunde. Wer sich ihnen anschließt, der gehört zu ihnen. Gott leitet die Frevler nicht recht. Ja, auf diesem Plakat, Sure 5, Vers 51. Das ist das, was im Koran drin steht. Nehmt nicht Juden und Christen zu Freunden. Er macht einen Scheibenwischer. Also er sagt Idiot zu mir und er macht einen Scheibenwischer. Sehen Sie, das sind unsere Gegner. Sie haben keine Gegenargumente. Sie können nicht widerlegen, was wir sagen, aber sie beleidigen. Das kennen wir aus ganz Deutschland. Wir haben in den letzten Jahren ungefähr 300 verschiedene Kundgebungen gemacht. Sind alle gleich unsere Gegner. Ja, kein einziger kann unsere faktische Aufklärung widerlegen. Aber es wird beleidigt. Das hier, das hat eine Menge Aufregung verursacht. Da stand auch die AKP, die Partei von Recep Tayyip Erdogan, dahinter. Übrigens, Imam Idris hat einen türkischen Vater. Ja, die Mutter ist Albanerin. Ja, in Mazedonien ist er aufgewachsen. In Skopje. In Skopje gibt es eine Moschee, da dürfen nicht mal die Frauen rein. Ja, und der Imam Idris, wenn der in Skopje ist, da war ein Fernsehteam, war da mit dabei, hat es gefilmt. Ja, nicht, dass Sie glauben, ich erfinde das. Das ist alles ansehbar. Da lässt er auch seine Frau schön zu Hause und geht allein in die Moschee zu seinen muslimischen Freunden, ja, und die Frau darf gar nicht rein. Also die Frau im Islam ist unterdrückt, das ist ebenfalls Fakt. Das können wir Ihnen auch... Doch wir kennen Toleranz. Wir finden sowas nicht gut, nehmt keine Juden und Christen zu Freunden. Wir sagen, wir haben nichts gegen Moslems. Wir haben hier unser Plakat, das ist die Aussage, hinter der wir absolut stehen. Unsere Kritik richtet sich nicht gegen Moslems, sondern gegen den politischen Islam. Die gefährlichen Bestandteile des Islams. Und da bekommen wir Zuspruch von modern eingestellten, aufgeklärten, modernen Moslems, die uns dabei unterstützen, die sagen, ihr habt recht damit. Denn wir sehen doch, was in den fundamental islamischen Ländern los ist. Die Zustände wollt ihr nicht hier haben, oder? Und das ist der politische Islam. Und darüber müssen wir aufklären. Denn der wird über die Hintertür, über die fundamental eingestellten Moslems hier eingeführt. Wir haben hier Muslimbrüder, wir haben hier Milli Görüş, wir haben hier so viele radikale Organisationen, Salafisten und so weiter und so fort. Und dieser Imam Idris, ich sage es Ihnen, wie ich hier stehe, wir kennen ihn seit über 10 Jahren. Er steckt mit beiden Beinen im Sumpf der Extremisten. Vor Jahren hat er mit dem Chef der Muslimbrüder in Deutschland, so wird er aus Ägypten von den Muslimbrüdern bezeichnet, Ibrahim El-Zayat, vertrauliche Telefongespräche geführt, wo er Befehle von dem entgegengenommen hat. Das wurde alles aufgezeichnet, weil der Verfassungsschutz den Ibrahim El-Zayat überwacht hat. Und diese Telefonate haben ergeben, dass Imam Idris Befehle von dem angenommen hat und ausgeführt hat. Ibrahim El-Zayat. Wissen Sie, was die... Das ist doch alles aufgezeichnet. Das hat der Verfassungsschutz auch wiedergegeben. Ist auch im Spiegelartikel ist es auch wiedergegeben. Imam im Zwielicht. Es gibt so viele kritische Berichte über Imam Idris. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat gesagt, Imam Idris lügt. Da ging es um seine gefährlichen Kontakte, die er abgestritten hat. Imam Idris lügt. Es ist unfassbar, was Anzeige. Mit Imam Idris alles in der Vergangenheit los war, das geht schon los, wo er nach Deutschland gekommen ist. Wissen Sie, von wem er sich Hilfe beim Erlangen der Aufenthaltsgenehmigung genommen hat? Er war bei der Moschee in Freimann. Und bei diesem Imam, der dort das Sagen hat. Und bei diesem Imam wurde dann ein paar Jahre später eine Razzia wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung gemacht. Ja? Das sind alles ganz gefährliche Verbindungen. In dieser Moschee in Freimann, da hat ein Terrorist, der 1993 den ersten Anschlag auf das World Trade Center gemacht hat, Mahmoud Abu Halima, der ist da ein- und ausgegangen. Ja?
Das sind alles ganz dunkle Kreise, die da zusammenfinden. Und wir werden Ihnen heute auch Vorbilder von Imam Idris darstellen, die er in seinen Büchern angegeben hat, als seine muslimischen Vorbilder. Da werden Sie sich wundern, was diese Vorbilder alles von sich gegeben haben. Da wird Ihnen Angst und Bange. Wir müssen aufklären, wir müssen Ihnen sagen, was Sache ist. Was gibt es denn? Das Schild, das würde ich anzeigen. Also, wir brauchen wieder KZs für die Neonazis. Also wir fühlen uns damit angesprochen, sage ich mal gleich. Ja? Wir sind keine Neonazis. Das ist, wenn es jemand behauptet, kriegt er eine Anzeige. Sage ich Ihnen gleich. Ne? Und ich würde mal Ihnen auch raten, dass Sie sich, bevor Sie sich mit so einem Schild hier hinstellen, erstmal informieren, wer wir sind. Also mein Name ist Michael Stürzenberger. Ich war früher Pressesprecher der CSU in München bei der Franz Josef Strauß Tochter Monika Hohlmeier. Wir haben das Reich. Die Weiße Rose wieder gegründet, zusammen mit der besten Freundin von Sophie Scholl, weil wir entschiedene Gegner jeder totalitären Ideologie sind. Wir sind gegen Nationalsozialismus, gegen Kommunismus und gegen den politischen Islamfaschismus. Ja? Wir sind Gegner des Nationalsozialismus und wir klären auch darüber auf, was der politische Islam damals mit den Nazis in einem Pakt zusammen gemacht hat. Sie werden sich wundern, wie ähnlich die Ideologien von Nationalsozialismus und politischen Islam sind. Da ist der Judenhass ganz oben angesiedelt. Sie werden sich wundern, wie Hitler damals mit dem, damals einen der ranghöchsten Moslems, dem Großmufti von Palästina, Mohammed Amin al-Husseini, wie die hier einen Pakt geschmiedet haben und dann sogar muslimische SS-Divisionen aufgestellt haben. Handschar mit 25.000 freiwilligen Moslems, die also wirklich voller Begeisterung an der Seite der Nazis mitgekämpft haben. Und bis heute ist mein Kampf von Adolf Hitler in der islamischen Welt ein Bestseller. In der Türkei ist es auf Platz 3 der Bestsellerliste noch 2010 gewesen. Die finden Adolf Hitler toll, viele, viele Moslems, ja, weil er die Juden vergast hat. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Und dieser Hass auf Juden, der kommt aus der Ideologie, aus dem politischen Islam. Wir sagen nicht, dass jeder Moslem... Was machst du denn? 1, 2. Wir sagen nicht, dass jeder Moslem jetzt irgendwas gegen Juden hat, um Gottes Willen. Viele beschäftigen sich gar nicht mit der Ideologie. Aber in den Schriften quillt der Judenhass aus jeder Seite. Der Koran ist judenfeindlicher als mein Kampf von Adolf Hitler. Wir werden Ihnen es auch zeigen, was dort im Koran alles an brandgefährlichen, judenhassenden Passagen drinsteht. Übrigens auch an ganz, ganz gefährlichen Passagen über Christen, die also wirklich als schlimmste Wesen diffamiert werden, wo der Kampf und der Krieg und das Unterwerfen von Christen aufgefordert wird. Es sind die schlechtesten Geschöpfe. Was hat Luther zu den Juden gesagt? Luther, jetzt wollen Sie jetzt über Luther reden. Zum Beispiel. Also Luther ist jetzt für uns jetzt eigentlich nicht das Thema, aber wir können da schon drüber reden, dass er auch was Feindliches gegenüber Juden gesagt hat. Er hat aber auch darüber berichtet, wie er den Koran sieht und wie er den Islam sieht. Ja? Und das hat er analysiert anhand der Schriften. Ja? Das ist ganz wichtig. So, liebe Penzberger, wir haben eine Auflage von dem Landratsamt Weilheim-Schongau. Das ist hier wegen dem Platz, dass hier auch zwischendurch ein bisschen auch wieder Ruhe einkehrt. Wir machen also 20 Minuten Redebeiträge und dann machen wir 10 Minuten Pause. Die machen wir jetzt, die 10 Minuten, und dann geht's weiter. Wir werden nachher auch dann noch einen Monitor anschließen, da können Sie dann Videos anschauen. Ganz wichtig, dass Sie über Imam Idris informiert werden. Danke.